Als nächstes haben wir wieder Zainab Laks, die ja letztes Mal schon einen Beitrag in unserer Sendung gemacht hat. Sie ist ja eine sehr rührige Person und hat sich auch jetzt in der Corona-Zeit vorgenommen, ja, am besten jeden Tag ein Stück zu komponieren und, wenn es geht, sogar mit anderen zusammen einzuspielen. Das sind immer nur kurze Stücke, so eine Minute rund. Und wir hören jetzt von Zainab Laks und dem Murshidabadi-Projekt ein Stück, ein kurzes Stück. Und anschließend von einer, ja, interkulturellen Gruppe, Solo Duo und Shaban Family, auch eine Band aus Hannover.